So, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge. Ja, gesagt, einem Teil einer Folge von Let's Play Train Simulator 2012 oder Railworks 3. Ich habe das Ganze mal hier ein bisschen angehalten und wir fahren fort mit der Strecke Köln-Düsseldorf. Auf der Fahrt von Köln nach Düsseldorf sind wir gerade in Langenfeld-Berghausen. Auf Gleis 3 und nehmen da Fahrgäste auf, wie wir hier sehen. Nein, da sehen wir nur einen Lok, aber da hinten sind Fahrgäste. 1, 2, 3, ganz viele. Der junge Mann wartet hier vorne und der junge Mann läuft noch schnell zum Zug oder auch nicht. Wir fahren nicht jetzt. Und das ist öfter passiert. Wir fahren aber jetzt los nach Düsseldorf-Hellerhof. Und ich hoffe, es macht Spaß zuzugucken. Auf der Fahrt nach Düsseldorf-Hellerhof. Jawohl, da ist es schon im unteren Bildschirmbereich zu sehen. Mal gucken, wie viel Spaß wir haben werden. Da sieht man einen See. Wunderschön. Ja, ne? Leider hat ja niemand unter das letzte Video ein fachliches Kommentar zum Bremsverhalten der Züge oder wie auch immer. Wie kann man am besten bremsen? Schreibt ja keiner was. Liebe Community, was soll das? Geht ja gar nicht. Ich bin völlig, ich würde es sehr begrüßen. Wenn ihr einen Lokführer kennt, fragt den doch mal. Wie bremst du denn auf der Arbeit? Wie geht das? Der arme Rob weiß gar nicht, wie das geht. Und der fährt hier immer ganz langsam in die Bahnhöfe. Kriegst dann immer dicke Verspätungen. Da müssen wir eigentlich hier sein. Sieh nur ein Weiß, müssen wir losfahren. Na, das klappt doch vielleicht. So. Wir halten jetzt hier Düsseldorf-Hellerhof. Gleis 3. Jawohl. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Da gehen die Türen auf. Zack. Ist das nicht toll? Wow. Das ist ja ein schöner Schatten des Pantographen, des sogenannten Pantographen, habe ich mir sagen lassen. Es ist auch ein schöner sommerlicher Morgen. Die Sonne steht am Himmel. Ist nicht schlecht, also wenn man die Sonne am Himmel... Ja. Was für schöne Schatten. Ich kann es gar nicht glauben. Wunderbar, wunderbar. Da gehen auch schon die Türen zu. Und damit springen wir wieder in unsere Lokführeransicht und rasen Richtung Düsseldorf-Garrad. Jetzt geht's schon ans Eingemachte. Wir sind schon relativ nah an Düsseldorf. Da kommen zwar noch ein paar Schnutzis da. Benrad, Reisholz, jawohl. Besonderes Highlight auch Ella oder Oberbilk. Volksmachte, schön, schön. Und dann Düsseldorf Hauptbahnhof. Das wird ein Spaß. Ist das so? Es wird so toll. Gucken wir mal ein bisschen auf die Strecke. Wie ist denn so? Das wird wahrscheinlich jetzt gleich. Ach Gott! Wieder blöd gelabert und dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da werden wir weit über den Neues fahren. Ich sehe es schon kommen, ich sehe es schon kommen. Wieso muss ich auch immer... Geht das überhaupt? Vielleicht bleibt ja noch ein Waggon im Garage stehen. Die Leute am Bahnsteig. Oh Gott. Also wenn ich, ja, Lokführer wäre. Ich wäre ja vollkommen... Stehen wir hier mit Lok und einem Wagen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Der Fahrdienstleiter tritt uns in den Allerwertesten. Und zwar mit Schwung, ja. Mein Gott. Dafür waren wir relativ schnell.
Der Gegenzug-Lokführer hat mir auch gerade einen Vogel gezeigt. Ich habe es genau gesehen. Naja. So, also darf ich nicht so viel labern, ne? Ist verboten jetzt, ist verboten. So, wir fahren jetzt mal los. Einfach mal losgefahren. Wenn die Bremse hier in dem Bereich abgesunken ist, knallt der Zug von dannen. So geht's, so geht's, so geht's, so geht's. Schön. Ja. Wir gucken mal ganz kurz hier oben nach. Es gibt hier ein kleines Städtchen. Ja, vor Ort von Düsseldorf. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir gucken mal. Beschleunigungsraten sind hier auch immens, 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 immens. Ach du Scheiße. Das ist ja wirklich schön. Ich find's toll. Ich find's super. Ich kann mal ein bisschen Gas wegnehmen und bremsen. Ne? Anbremsen, ne? Locker mal. Durch die Hose anbremsen. Schön. Das freut mich. Ja, in den nächsten zwei Wochen wird es keine neuen Sachen geben. Oder eher gesagt, ab dem 6. Ja. Danach zwei Wochen lang nix. Ja, nix. Aber ich bleibe euch erhalten. Auch wenn ihr es nicht wollt. ja, da bin ich nämlich nicht. Und darum wird auch nicht gespielt. Ne? Ist ja schon. Ja. Vielleicht so im Sommer relativ viel. Aber dann geht ja nichts. Termine, Termine, Termine. Ihr kennt das. Aber danach geht's dann fröhlich weiter, 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 weiter. Dann machen wir die Türen auf in Düsseldorf, Benrath. Eine Wunder. Gucken wir mal. Da fallen die Ladies hier vorne fast aus dem Anzug. Und wir fliegen mal hier raus und gucken uns Düsseldorf, Benrath an. Aha. Eine große... Ist das eine Autobahn? Könnte es eventuell eine Autobahn sein? Sieht fast so aus hier wieder mit diesen wunderschönen Verbindungen, die... Ah, hier sieht es relativ gut aus. Hier sieht es relativ gut aus. Naja, gut. Aber wir haben jetzt auch den Halt beendet und werden einfach mal starten. Wie auch immer. So, da fährt der Zug los. Winke, winke mit dem weißen Handtuch. Tschüss. Ja, die Liebste ist in den Zug gestiegen und wir warten am Bahnhof. Nein, 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 nein. So, jetzt können wir wieder in unser Gyros wechseln. Auch wenn ein Lokführer zuguckt, könnte mir verraten, wie... ob man nur anhand der Streckenmarkierung, also der Kilometrierung, wie ist das? Ja. Ich glaube, da kann man dann in diesem Streckenbuch, heißt es Streckenbuch, nachgucken, wann die nächsten Bahnhöfe kommen und dann auch die Bremspunkte festlegen. Ne? Ist das so? Bitte bestätigt mir das oder verneint das oder sagt mir, wie das gehen könnte. Ich laber schon wieder so viel, dass hier... 90% bremsen jetzt mal, damit wir auch in Düsseldorf Eisholz stehen. Ein Schlückchen Kaffee. Schön. Lecker. So. Und jetzt weiter. Weiter, weiter, weiter. Eisholz. Eisholz is waiting for us. Das finde ich wunderbar.
Jans, Jansbau. Mit Unterführung. Oh. Die müssen wir uns aber angucken, ne? Unterführung, meinte ich. Wenn es was gibt. Schön reingeschlichen in den Bahnhof. Da vorne ist das kleine Haar. Ja, bremsen, volle Pulle. So, und jetzt fliegen wir in die Unterführung. Wollte ich ja schon immer mal. Aha. Reißholz. In Reißholz ist dieses Gebäude rot-weiß. Ist das das mit dem roten Stuhl? Ein Möbelhaus. Ein Pöbelhaus. Na gut, wir fahren los. Also der Zug da. Damit hier nicht so viel rumgeschwätzt wird. Kommt der Gegenzug. Schöne Parallelität im Bahnverkehr. Wir fahren los, der andere kommt. Man kann also schön pendeln. Da hinten ist wohl Ende von Düsseldorf. Hahaha. Hm? So, ich muss aber jetzt mal aufpassen. Also wir kommen irgendwann. Ella Süd ist ja schon, ne? Da muss man genau gucken. Düsseldorfer haben sie nicht so drauf mit dem Bauen von Sachen, egal was. Obwohl, eigentlich Düsseldorf ja näher. Köln ja näher. Kann mit der U-Bahn und so, da hat ja auch nicht so ganz geklappt. Naja, naja. Ja, überholt. Ja, jetzt aber jetzt. Ja. Und hier, die Bundeswehr fährt nach Hause. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Alles super. Nicht erleben, dass wir heute noch mal über einen Bahnhof hinausfahren. Ihm war schon stressig genug. Okay, also ich versuche das jetzt immer mal so 40 am Bahnsteig zu anfangen, wenn das ein kleiner Bahnsteig ist. Dann dürfte das doch gehen. Düsseldorf-Ella. Hier vorne sieht man auch sehr deutlich was heißt das? Preisfrage, ja? Was heißt dieses Schild? Weiß keiner genau. Ich weiß es nämlich. Das ist eine Ankündigung für 100. Auch wenn da nur 10 steht. Also, in einem bestimmten Abstand von diesem Schild, den Abstand weiß ich leider nicht, aber irgendwo dahinter wird es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf... Oh, wir werden gleich überfahren. Ah! Hilfe! Unser Typ ist abfahrbereit. Doppeldeckerbahn. Auch mal damit fahren. Naja. Wir fahren los. Und verlassen Düsseldorf Oberwesel. Jawohl. Wir gucken uns nochmal um. Ist ganz schön gefährlich hier auf der Bahntrasse. Gut. Da vorne kommt schon 100, da müssen wir die Geschwindigkeit auch entsprechend anpassen. Da sind wir da drin. Das will ja keiner. 100, danach ist 80. Mal gucken, ob wir das
Vorwarnzeichen. Also hier kommt jetzt auf der rechten Seite das richtige 100-Schild, also hier. Hm, 100. Und jetzt kommt die Reduzierung auf 80. Ankündigung, dass da auf 80 reduziert wird. Naja, bin ich eigentlich langsam genug. Ich war gerade geschockt. Ich musste kurz innehalten. Das rote Signal hat mich völlig verwirrt. Da stand es auch nochmal in digitaler Form. Könnt ihr nochmal zurückspulen. Hilfe! Düsseldorf-Oberbilk, jetzt kommen sie aber auch hier in 1 Kilometer Abständen. Die Stationen, Düsseldorf kommt immer näher und der Nahverkehr, das Nahverkehrsnetz wird dichter. Schön, schön. Gefällt mir. Ja. Nahverkehr. Wunderschön. Wenn man in der Branche arbeitet. So wie ich virtuell, ja, virtuell, nur rein virtuell, ist das eine ganz coole Sache. Da hinten sehen wir die Hochhäuser von Düsseldorf. Und wir halten in Oberbilk, ist es Oberbilk, ja. Gleis 2. Da öffnen sich die Türen. Sehen wir von vorne. Von der Fahrgastansicht aus. Guck mal hier. Emma, hier. Müssen wir mal einen Kaffee trinken gehen. Oberbilk. Wunderschön. Zu Ende. Vogelperspektive. Hinten gibt es nichts mehr. Tür raus. Und ja, wir fahren jetzt gleich weiter. Kurz vor 8. Die Büroleute müssen zur Arbeit. Die bringen wir ja gerade dahin. Ja. Es wird jetzt ganz doll. Das Vorsignal ist grün. Und 80 wird darunter angezeigt. Digital verändern. Toll, toll, toll. Ich rase jetzt nicht so. Ist ja nicht so mein Ding, ne? Ich bin ja nicht so schnell. Oh. Da baut sich Düsseldorf. Und Flugzeuge gibt es auch. Hier. Flugzeug. Ich fasse es nicht. Ist auch der Düsseldorfer Flughafen direkt in der Nähe. Auch wichtig, dass man das nachbildet. Schön, schön. Ich hoffe, wir sehen auch den Düsseldorfer Fernsehturm. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, in Köln heißt er Kollegen. Das ist ein bisschen ähnliches Ding. Aber die Düsseldorfer haben da ein Dingens drin, ein Restaurant. Und das finde ich persönlich ja total schön. Da ist er! Ja. Ja. Der Düsseldorf Ionius. Ich weiß nicht, wie er heißt. Düsseldorfer Fernsehturm, glaube ich. Ne? Ich bin schon mal mit. Gut. Ja, dann bleiben wir auch stehen. Dann bleiben wir auch stehen, wenn es schon so weit ist. Noch ein Flugzeug. Ich fasse es nicht. Glaubst du ja nicht. Hier. Fahrkartenautomat. Self-Service. Perfekte deutsche Sprache. Die sehen auch genauso aus in Deutschland. Ja, ja. Gut umgesetzt. Auch die Zugschilder wunderschön gemacht. Also, da muss man dem Add-on-Entwickler hier. Just Trains, ist es Just Trains? Ich weiß es nicht genau. Aber, da muss man schon ein Kompliment machen. Diese Detailtreue. Na gut, vielleicht ging es auch nicht anders. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie die Lok nur zugekauft von irgendeinem Drittanbieter. Und ich will jetzt eigentlich losfahren und hier die Bremse lösen. Ja? Das ist wichtig. Oh ja, hier. Da sieht man. Hauptsignal grün. Vorsignal gelb. Das müssen wir jetzt auch bestätigen, dass wir das gesehen haben. Da hupt es schon. Düsseldorf Hauptbahnhof. Oh, da ist die Folge gleich schon drin, ne? Das ging jetzt aber flott, ne? Das
liegt aber weg. Da fahren wir jetzt nach Düsseldorf rein. Man merkt am Geruckel, dass es jetzt richtig krank wird. Ja, und wenn da 80 angezeigt wird, dann sollen wir auch so ähnlich schnell fahren. Da quietscht es ein bisschen. Das können wir aber auch mal probieren, das schießen wir übers Ziel hinaus. Ja? Ich möchte ja nicht hier im Düsseldorfer Rückbahnhof hinten was kaputt fahren, das wäre nicht schön. Das würde mir gar nicht gefallen. Ja? Gar nicht. So, fahren wir ganz gemütlich, damit da auch keine Fahrgäste vom Windzug mitgerissen werden. Verantwortungsbewusst gewesen, fahren wir nur mit 30 in den Bahnhof. Damit die junge Dame auf der linken Seite, oder die junge Dame, die genauso aussieht, hier scheinen ziemlich viele... Ich will da mal schnell ran. Vielleicht waren es 8, ne? Hier stehen Düsseldorf Hauptbahnhof. Da sieht man das Schild. Ja, da oben. Total schön. Das freute mich ja besonders. Sieht das nicht? Da sind wir. Ja. Näher kommen wir nicht ran. Das ist so schön. Jetzt gleich wird die Fahrt hier zu Ende sein. Wir machen nochmal einen kurzen Stadtrundgang. Der Turm ist schon wieder außer Sicht. Du bist ein wenig spät dran. Versuch das nächste Mal pünktlich zu sein. Natürlich, natürlich. Ein paar Minuten Verspätung müssen auch sein. Und das ist auch schon das Ende der 6. Folge dem morgendlichen Berufsverkehr in Düsseldorf. Und wir gucken uns jetzt noch kurz hier die Statistik an. Das Wetter war... eins clear im Sommer. An 18 von 19 Bahnhöfen gehalten. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Also, ja. Schön verlabert. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ihr könnt das bewerten. Positiv, negativ, Kritiken äußern in schriftlicher Form oder ihr könnt auch Video antworten. Also, ne? Kann man ja auch bei YouTube irgendwie. Habe ich noch nie gemacht, aber... ne? Könnt ihr auch mal andere Strecke fahren. München, Nürnberg, was weiß ich. Oder einfach was labern. Gut, ja. Ja. Unter dem Video schön Comments posten oder positiv, negativ. Ich verabschiede mich. Der Rob spielt demnächst weiter in der Folge 7. Tschüss.